Als ersten Gast darf ich unsere Oberbürgermeisterin begrüßen, die Claudia Alfons. Hallo. Hallo Claudia. Hallo, schön, Dominik, dass du heute da bist. Sehr gerne. Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau seit Mai letzten Jahres. Genau. Das heißt, du hast nur Corona kennengelernt. Ja. Das ist tatsächlich so, ja. Also das kam wirklich dann mit der Wahl eigentlich ja heute vor einem Jahr oder morgen vor einem Jahr war der erste Wahlgang. Und ich glaube, einen Tag später oder zwei, wurde der Lockdown verkündet und zwei Tage später sind wir in den Lockdown gegangen. Ja, und seitdem ist eigentlich alles anders, wie wir wissen. Ja. Konntest denn du die Lindauer schon kennenlernen? Ja, gut, ich würde mal behaupten, das Glück ist, dass ich sie vorher schon etwas kannte. Dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, also in Weißensberg und später in Lindau und Lindau zur Schule gegangen bin und natürlich im Wahlkampf, Gott sei Dank, die allermeiste Zeit noch ohne Corona machen konnte. Und das war wirklich auch die beste Zeit im Wahlkampf, als es dann rein nur noch ins Digitale ging, man den Kontakt nicht mehr hatte, da wurde es dann mühsam. Aber insofern, das ging schon. Aber ganz klar muss man sagen, ich habe leider nicht so viele Lindauer getroffen jetzt in meinem ersten Jahr, bei weitem nicht so viele, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Das sind ganz klar die Mankos sozusagen. Ja. Du hast jetzt den Vergleich zu direkt vorher nicht, aber was würdest du denn sagen für die Arbeit als Oberbürgermeisterin, als Chefin der Stadt, was ist die größte Schwierigkeit durch Corona, die größte Veränderung, die kam? Ja, auch da der fehlende Kontakt. Also es ist jetzt eine komplett neue Amtszeit. Das heißt, der Stadtrat ist ja auch in der Zusammenstellung neu. Ja, dann bin ich eine neue Chefin der Verwaltung, für die Verwaltung komplett neu. Und in der Verwaltung hat es recht gut geklappt, dass wir am Anfang auch noch viele Präsenztermine hatten. Das hat jetzt erst im Winter durch den harten Lockdown abgenommen, dass wir alles wirklich nur noch digital machen. Vorher halt mit Maske und mit Abstand, klar. Aber auch beim Stadtrat, ja. Also wir machen wirklich nur das, was man quasi von Gesetzes wegen machen muss und deshalb auch darf, also Gremiensitzungen. Aber dass man mal im Stadtrat sagt, so jetzt heute Abend gehen wir im Anschluss noch was essen oder was trinken, was ja eigentlich schön wäre, das geht nicht. Und auch, was ich eigentlich dachte, mal ein Wochenende auf eine Hütte fahren, dass man sich kennenlernt, gemeinsam mal Strategien entwickelt, auch wie will man zusammenarbeiten, an welchen Themen will man arbeiten. Das geht halt jetzt alles nicht in der Form, wie ich das ursprünglich dachte. Du hast einen Webcast oder ein regelmäßiges Format gestartet, das heißt live aus der Toskana. Kommt das tatsächlich aus der Toskana oder kommt das aus dem Homeoffice? Kommt aus der Lindauer Toskana. Ich habe schon mitbekommen, dass es darüber ein bisschen Rätselraten gibt, dass ich mich hier so schnell in die Toskana abgesetzt hätte. Es kommt aus der Stadtverwaltung. Ich bin wirklich nicht im Homeoffice. Also das ist die absolute Ausnahme, dass ich sage, ich mache das irgendwie mal von zu Hause aus. Aber ich bin wirklich jeden Tag in der Verwaltung. Ich habe natürlich auch Glück, mein Büro ist groß genug. Ja, da müssen wir nicht irgendwie im Schichtbetrieb arbeiten, weil ich es mir teilen muss. Und ich finde es auch wichtig, da zu sein und irgendwie Flagge zu zeigen und präsent zu sein. Es sind auch immer wieder Dinge, die ich einfach vor Ort entscheiden muss. Unterschriften, Mappen, die bei mir durchlaufen, die Post. Also ich bin schon vor Ort. Also und sende dann auch eben immer freitags aus meinem Büro. Gibt es denn irgendwas, was man als positiv durch Corona bezeichnen kann? Bestimmt. Also ich will das gar nicht alles so einseitig sehen. Ich glaube, wir haben eine ganz andere Wertschätzung für unser früheres Leben. Ja, also das, was uns ja völlig normal erschien, dass wir uns treffen können. Du hast es vorhin auch in der Begrüßung gesagt, dass man auf den Wochenmarkt geht, Leute trifft. Klar kann man noch auf den Wochenmarkt gehen, aber dass man sich trifft und sagt, komm, jetzt gehen wir anschließend noch was essen, was trinken, das geht einfach überhaupt nicht mehr. Freunde treffen, in größerer Runde zusammenkommen, das geht nicht. Aber ich sehe auch eben die Entwicklungen im Digitalen, ja, wenn man sieht, wie jetzt Homeoffice in der Verwaltung möglich ist, wie wir Videokonferenzen machen, ja, das ist schon ein Vorteil. Und auch im Sommer habe ich ja noch gesehen, dass ich zu meinen Gremiensitzungen, zum Beispiel Städtetag oder so, auch fahren konnte, musste, durfte. Ja, die sind dann ganz in Bayern verstreut. Da fährt man eigentlich von Lindau aus mindestens immer 2 Stunden, wenn nicht länger. Und wenn ich da eine Sitzung habe, dann bin ich eigentlich fast den ganzen Tag unterwegs. Jetzt sind die Sitzungen online. Ja, das heißt, ich um 10 Uhr geht es meistens los. Bis dahin sitze ich im Büro und arbeite. Dann wähle ich mich um 10 ein. Und wenn es um 12 aus ist, dann kann ich direkt was anderes wieder machen und muss nicht erst 3 Stunden Auto fahren. Das sind natürlich schon die Vorteile, denke ich. Also es hat beide Seiten. Also, dass wir da jetzt einen Schub kriegen in Sachen Digitalisierung, das sehe ich schon als Vorteil und eben die Wertschätzung für das, was hoffentlich bald mal wieder kommt. Beim Thema Wertschätzung würde ich auch gerne nochmal den Blick ein bisschen größer machen auf ganz Lindau. Lindau hat im Sommer so viele Gäste gehabt, gefühlt wie noch nie. Ist das auch eine Wertschätzung, die wir Lindauer uns in Deutschland oder in Europa im nahen Umfeld auf die Fahne schreiben können?
Das freut mich jedenfalls, weil das eine positive Sicht der Dinge ist. Ganz oft höre ich natürlich auch, es ist viel zu viel. Ja, wir haben viel zu viele Gäste und jetzt mit Corona ist es noch mehr. Und ich verstehe auch, dass wir alle jetzt auch sensibler werden. Also vielleicht hatten wir sogar genauso viele Gäste früher, aber wir haben jetzt ein anderes Bedürfnis nach Abstand und nach Raum für uns. Deshalb wirkt das auch nochmal anders. Aber ich schließe mich gern deiner Auffassung an, dass wir sicherlich da nochmal eine andere Wahrnehmung erfahren und vielleicht auch eine andere Wertschätzung nach außen. Und ich denke mir vor allem für uns, dass man sich doch so sehr denkt, okay, selbst wenn ich nicht in Urlaub fahren kann dieses Jahr, wir haben es einfach so schön zu Hause, dass das bei uns echt das geringste Problem ist. Vielen Dank, Claudia. Wenn du über dieses Corona-Jahr eine Schlagzeile setzen solltest, ein Fazit, wie würde das lauten? Puh. Jetzt spontan hätte ich gesagt, irgendwie gemischte Gefühle, aber es ist halt wahnsinnig vielschichtig und hängt immer sehr davon ab. Im Moment bin ich total unter dem Eindruck der neuen steigenden Zahlen und dass das alles wieder ein bisschen Sorge macht. Aber gleichzeitig gibt es eben auch die positiven Effekte. Es ist wirklich, ja, vielleicht kann man auch sagen, krass. Es ist echt eine krasse Erfahrung. Ich hoffe, dass wir in der Lage sind, sie wirklich zu unserem Vorteil zu nutzen, dass wir klüger daraus hervorgehen, dass wir manche Dinge einfach wirklich vorantreiben, wo wir sehen, es hakt. Schulen, digitale Ausstattung, all diese Dinge, ja, da müssen wir einfach was tun. Das hoffe ich, dass wir einfach wirklich ja, daraus lernen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Claudia, für deinen Besuch. Und ich danke, ja. Mein zweiter Gast